Mein Druide hat ja jetzt so eine komplette Suramal-Ausrüstung, also vom Style her, die richtig cool aussieht. Da habe ich ein komplettes Transmog jetzt draus gebaut. Das ist sexy, sag ich dir. So, ich muss zu Fargo Flintlocke da drüben, das ist nämlich meine Indie-Quest. Hast du noch irgendwie eine Schneider-Quest gerade mal eben? Ja, habe ich noch. Mach die in der Zeit. Das eine muss irgendwas Komplexes machen. Okay, zu Fragen muss ich wahrscheinlich hin paddeln. Ja, was waren denn da noch Fische? Da waren noch welche richtig ätzenden bei. Ach ja, I War of Fury before it was cool. Da musste ich halt ein Set, was halt kein Hexer-Set war, also im Prinzip schon relativ stark, vor allem wenn du, die Hexer-Sets haben feste Levelgrenzen, also irgendwann bei Level 40 oder so kannst du dir halt kein höheres mehr bauen. Und dann kannst du halt nur noch von Händlern oder halt gelootete Sachen nehmen, weil die halt höher droppen, genauso wie bei Borderlands damals. Und dadurch logischerweise stärker sind. Und dieses Set zum Beispiel kann man sich auch bauen. Und das musste ich mir dann bauen. Dann musste ich beim Händler, der verkauft die Scheuklappen und die Satteltaschen fürs Ophiri-Pferd. Dann musste ich mir noch eine Waffe bauen. Ich habe mir die erstmal gekauft, habe ich gemerkt, oh, die hat 3000 Gold oder so, also Kronen gekostet. Hätten mir eine bauen können, es hätte 200 Kronen oder so gekostet beim Händler. Und dann hat mir aber noch was gefehlt, und zwar der Sattel. Den kriegt man von der Quest, den hatte ich schon. Den habe ich bei irgendeinem Händler verkauft, bin ich erstmal alle Hände abgeklappert, bis ich den Sattel wieder gefunden habe. Weil du brauchtest halt alles einmal im Inventar. Und da habe ich die Rüstung in mein Weingut gestellt. Also du hast da so Rüstungsständer, da habe ich einfach jetzt die Ophir-Rüstung drauf geklemmt. Was ziemlich cool aussah. Und dann habe ich eine Sache gemacht. Ich habe gecheatet, aber nicht, um mir einen bösen Vorteil zu verschaffen, sondern es gibt einen Bug. Du kriegst im Hauptspiel drei Bilder. Nee, im Hauptspiel zwei und im Hearts of Stone 1. Und ich hatte ja Blood and Wine noch nicht installiert, bis ich Hearts of Stone fertig hatte. Deswegen wusste ich nicht, dass ich dieses Weingut kriege. Ich sage hiermit, die zwei Bilder, die kannst du eigentlich gar nicht verpassen. Und das sind Hearts of Stone. Das musst du einfach mitnehmen. Das kannst du dir aber später noch holen. Nimm diese Bilder mit, und ich habe meine, glaube ich, sogar beim Händler kaputt machen lassen, weil ich mir dachte, was soll ich mit der Scheiße? Die konnte ich aber in mein Haus hängen, und weil ich ja so angefickt war von Hearts of Stone, da gibt es ein Porträt von Iris und Olgierd, also von den beiden wichtigen Charakteren da in dem DLC, dass ich mir gedacht habe, Scheiße, okay, ich installiere mir jetzt eine Mod, damit ich die Konsole benutzen kann, und habe mir per Konsole diese Bilder wieder ercheatet, damit ich in mein Haus hängen kann, weil ich diese Story und diese Quest so geil fand, dass ich mir dachte, Digga, deine Olle und dich hänge ich mir ins Haus. Ey, das war so geil. Vor allem, am Ende kriegst du halt sein Schwert, und das heißt wie seine Frau, also Iris. Du hast auch Waffenständer. Habe ich unter das Bild, da ist so ein Waffenständer, habe ich halt Iris angehangen. Dann habe ich da drunter Langklaue. Das gibt's nämlich in The Witcher. Klar, aus Dingensgeklaut. Dann habe ich mir noch zwei Schwerter entschieden, einfach weil ich sie schön fand. Ist ja nur zum an der Wand hängen, ich habe sie ja nicht angezogen, ich habe ja meine Hexerrüstung an. Habe ich mir links Tor Lara, ey, das Ding heißt Lara, na klar, habe ich mir das an die Wand gehangen. Und Tor Cyrael, das ist Schwalbe, davon kommt Ciris Name, also quasi Ciri, Fertig. an der Wand. Gut, ah ja, du hast ja die Bücher gelesen, schon gut, ich habe nichts gesagt. Habe ich mir auch an der Wand gehangen. Denn ach nee, Moment, du kriegst nur ein Bild im Hauptspiel, die anderen zwei kriegst du in Hearts of Stone, fällt mir gerade ein. Das eine, das ist Starry Night over the Ponta, also hier Sternnacht von Van Gogh. Da ist es dann Van Roch. das habe ich mir in mein Esszimmer gehangen. Und den Hierarchen Himmelfahrt aus dem Hauptspiel, da kriegst du so ein Bild, das habe ich mir ins Gästezimmer gegangen, weil den wollte ich nicht haben. Und du kriegst in Blood and Wine noch zwei Bilder von der Quest, und die habe ich mir an die an meine Schlafzimmerwand gehangen, weil auf einmal ist Geralt nackt. Habe ich schön übers Bett gehangen. Richtig geil. Und was jetzt? So, keine Flinte ins Korn. Wasserläufer. Verwendet die Schieß. Oh Gott, die Schießschuhe, um über das Wasser zu fliegen und dabei 15 Waffenpaketbruchstücke Geht einzusammeln. euch! Das ist ein Ich schönes, warte langes hier! deutsches Wort.
So, dann lasern wir mal los. Was, hoch damit und raus damit? Hoch damit und raus mit ihnen, das ist doch irgendein... Oh. Achso, ich bin falsch rum. Hoch damit und raus mit ihnen, das ist irgendein Zitat. Woher kennt man das? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kenne das irgendwoher. Ich hab sogar im Kopf, wie das ausgesch... Also das ist so, hoch damit und raus mit ihnen. Das wird so enthusiastisch gesagt in meinem Kopf. Ich muss nur noch rausfinden, woher das war. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich werde mal googeln. Ich lasse mir gerade keine Ruhe. Ey. Vergesst den Plan! Jagt was in die Luft! Das Pulver trocken halten. Sammelt 8 Fässer mit Schießpulver ein und bringt sie zu Fargo in Asuna. Datensicherung. Findet Flachping in den Höhlen der Meeresriesen, rasiert seinen Kopf und fertigt einen Abschnitt des auf seinen Schädel eintätowierten Bauplans an. Stellvertreter Rache, tötet 10 Sklaventreiber der Hassnatter in Ozeanusbucht. Was ist das bitte für eine geile Quest? Rasiert ihn den Schädel. Okay, solange ich nichts anderes rasieren muss, finde ich das okay. Jetzt google ich mal, was das war hier mit hoch damit und raus mit ihm. Hoch damit und raus mit ihm. Saber Rider. Ah, denn ich kenn's wahrscheinlich aus Alimania, weil Steve das da bestimmt eingebaut hat. Ich habe das auf jeden Fall schon mal irgendwo gehört. Und ich habe Saber Rider nicht geguckt, also. Ist der kleinste gemeinsame Nenner Steve. Der übrigens jetzt demnächst mal wieder ein bisschen Planet Coaster spielen will. Mal gucken, ob er das gut macht. Hast du dir schon mal Planet Coaster irgendwie angeguckt? Nö. Hast du früher gerne Rollercoaster Tycoon gespielt? Hast du jemals Rollercoaster? Ich habe halt das Problem halt in solchen Spielen immer, dass wenn Spiele sind, sind halt irgendwie für zwei Rechnungen cool, dann lernen langweilig mich und dann macht es wieder aus. Also, ja. Das kann ich halt nicht lange antun. So Simulatoren, Park, Aufbauspiele, also auch so Tycoon. Okay. Das ist alles das Gleiche. Also ich muss sagen, Planet Coaster ist richtig geil, weil ich bin auch kreativer als du. Das ist kein großes Geheimnis. Du kannst halt wirklich aus kleinen Teilen alles zusammenbauen. Ich überlege gerade, in welchem Spiel ist es denn so ähnlich, dass du. Mir liegt es auf der Zunge, dass du so Kleinteile hast, die du zweckentfremden kannst, damit sie wie was anderes aussehen. Das klingt aber ganz egal. Aber du hast halt zum Beispiel eine Holzplanke und wenn du die so und so drehst, dann kannst du dir halt irgendwie. Hier diese Memes, Send Nudes, kannst du denn in den Dreck schreiben. Nee, aber wirklich, also das ist so krass und es gab jetzt ein Winter-Update, also kannst du so ein Winter Wonderland bauen. Dann gibt es halt aktuell, also ich glaube, das ist jetzt der vierte. Das stimmt gar nicht. Ich bin mir nicht richtig sicher, aber ich glaube, es gibt aktuell 4 richtige Thematisierung. Also von der Kampagne her, das erste ist Pirat, das zweite ist so mittelalterlich prinzessinnenmäßig, also es geht halt in der Kampagne um die Prinzessin und das ist aber im Prinzip so Märchen-Mittelalter. Und dann gibt es noch Cypher und jetzt kam halt Winter Wonderland, also auch mit Schnee und bla. Ach, hier ist Flachping. Mein Kopf juckt, okay, dann rasiere ich ihn dir. Bin ich gespannt. Kling. Jetzt rennt er hier wirklich mit Glatze rum. Mein Kopf ist kalt. Ach so. Hier ist ein Schiffbrüchiger aus Kulturas, glaube ich. Der lässt sich die auf den Kopf tätowieren, da kann ich sie doch gar nicht lesen. Da hinten ist eine riesige glitzernde Schatztruhe.
Botschafter der Skrog. Jetzt auf einem Riesenhaufen Gold. Ich würde das gerne mitnehmen. Aber Smaug rastet dann bestimmt aus. Brandschatzen. Lady Surine. Das ist zu weit entfernt. Das ist der Prinz Ozeane. Das ist Prinz Ozeane. Da gibt es auch einen Boss. Ich glaube, irgendwas anderes. Ich glaube, es war kein Boss gewesen. Haben wir nicht irgendwie umgebumst irgendwie in einer Quest? Wahrscheinlich hier, ne? Kann sein. Wahrscheinlich der wieder. Ach, man läuft hier in der Höhle überall auf Gold rum, oder? Das bin ich mir gar nicht sicher. Jetzt muss ich gleich mal nachgucken. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich Anfang April kein Leben mehr haben werde? Nee. Da kommt Ukulele aus. Okay, ist doch nicht alles Gold. Das ist hier nur so halb in der Erde drin. Ich wurde schon fett auf Steam gefeatured. Ich freue mich. Vor allem, wir haben schon alle gesagt, it's the ultimate Meme-Game, weil sie halt so viel auf den alten Spielen rumhacken, auf Rare, dass sie sich von Microsoft haben kaufen lassen. Einen Charakter, der dir neue Skills beibringt, heißt Trouser. Und das ist eine Schlange. Also es ist eine Hosenschlange. dann gibt es irgendwie so ein Rextro, also es ist ein T-Rex, der in Retro-Grafik ist. Bei dem musst du so Minigames machen, so Retro-Minispiele halt, Pac-Man beispielsweise. Sowas gab es damals auch bei Donkey Kong, da musstest du dieses alte Arcade-Donkey Kong hier, wo du mit Mario halt da hochklettern musstest. Mhm. Du wirst bestimmt wissen, was ich meine, oder? Jo, weiß ich. Ich wollte gerade die Musik nachmachen, aber ich glaube, ich kann. Weiß aber ich nicht. Aber so in etwa gegen die Mucke. Apropos Mario, hast du schon Super Mario Run gespielt? Ja. Und wie findest du es? Ja, also von der Steuerung her ist es ganz cool gemacht, also. Ich fand generell auch cool, Alter, ist es Mario, also viel falsch kann Nintendo ja bei ihrem Baby nicht machen, glaube ich. Was ich mich nur frage, ist es wirklich so, dass du die ersten drei Level hast und dann musst du wirklich 10 Euro ausgeben, oder? Ja. Also es ist nicht irgendwie, dass du es freischalten kannst, oder? Ich hab dann halt probiert irgendwie zu gucken, halt die mit den Münzen, die man halt gesammelt und die freihalten kann, aber so wie ich es gesehen habe, gibt es halt nur die Möglichkeit, zahle 10 Euro und schalte alles frei. Okay. Ja, das finde ich ein bisschen schade, also so ein... Ich kann ja verstehen, wenn sie sagen, okay, 10 Euro, um alles frei, nicht frei zu schalten, sondern um alles frei zu kaufen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es noch einen Modus gibt, irgendwas frei zu schalten. Und wenn, ich kann es hier eh nur auf dem iPad spielen. Fand ich mir den schade. Mal gucken, wenn es auf Android kommt. Also sie haben ja noch Bedenken wegen Raubkopie. Das ist aber auch richtig, weil es ist ganz schnell, dass du dir eine APK runterlädst, die schnell installierst, dann hast du die 10 Euro Version. Das geht schneller als man denkt. Aber ich fand das ziemlich cool, aber bei den Münzen kann ich dir sagen, das habe ich schon gelesen, du brauchst halt die, also unter anderem, du musst irgendwie mit dem Münzen und mit der Rallye irgendwas in Kombination machen. Das kriegt man eigentlich diese Rallye-Tickets nochmal oder hat man am Anfang 5 und dann muss man auch Geld dafür ausgeben? Also so wie ich den habe, wenn du alle dieser farbigen Münzen sammelst, dann kriegst du auch noch manchmal ein paar Tickets. Okay. Ja, und du musst halt so und so viele Rallye-Games machen. Das ist wahrscheinlich dann eher eine Frage der Zeit. Und diese Münzen einsammeln und noch irgendwas machen. Also ich weiß nicht, ob du nur goldene, nur bunte oder auch goldene einsammeln musst. So rum. Auf jeden Fall musst du halt so und so viel. Also ich weiß, wenn du alles gemacht hast, also alles, alle Challenges für die Rallye und so weiter und so fort. Und dein ganzes Dorf da mit Toads bevölkert hast, also im Prinzip, wenn du das Spiel durchgespielt hast, kriegst du Toadette. Und dann kannst du mit Toadette spielen. Und mit Luigi, mit Yoshi, mit Toad und mit Peach. Peach kriegst du, glaube ich, wenn du die 10 Euro ausgegeben hast und alle Welten durchgespielt hast. Klar, weil du sie dann gerettet hast. Also an sich finde ich das Konzept ganz gut, aber ich sag mal so, es ist nicht viel Inhalt, weil das sind irgendwie, was sind das? 6 Welten, A3 Level oder A4 Level? Ne, A3 sind es, glaube ich. Na. Also. Wie ist es nicht? 18 Welten und Rally. Okay, die Rally ist dann halt dieses Super Mario Maker, glaube ich. Wo du halt Challenges bauen kannst. Was wiederum cool ist. Das Pulver trocken halten.
Was habe ich? Waffenpaket. Datensicherung. Dafür kriege ich. Fehlschlagdetektor-Pylon. Wir brauchen mehr Pylon. Stellvertretende Rache.